Liebe Brüder und Schwestern, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Der Prophet Jesaja hat es angekündigt. Dieses Licht, dieses wahre Licht, das in die Welt kommt, das das Volk Israel erleuchten möchte. Der Messias, der Sohn Gottes, er ist gekommen. Und der Apostel Johannes schreibt ja, er ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Und allen, die Jesus aufnehmen, dieses wahre Licht, schenkt dieses Licht die Gnade, Kinder Gottes zu werden, ein Kind des Vaters im Himmel. Ja, Jesus ist Licht für uns, das wahre Licht, ein geistiges Licht, das alle Dunkelheit in uns überwindet. Und diese Dunkelheit ist ein Bild für die Sünde, ja für den Tod selbst. Die Folge, dieser Tod ist Folge der Sünde. Jesus, er schenkt uns sein Heil. Er möchte auch uns erleuchten mit seiner Gegenwart, denn er schenkt Vergebung aller Schuld. Er hat die Macht, die Sünde hinwegzunehmen. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, wie Johannes der Täufer bekannt hat am Jordan. Ja, Jesus, er schenkt uns Vergebung. Er hat diese Macht, Sünden hinwegzunehmen, Sünden zu vergeben, seiner Kirche anvertraut, den Priestern. Gerade in der Beichte, im Bußsakrament empfangen wir diese Fülle des Heils, der Sündenvergebung, des neuen Lebens. Ja, da kommt dieses Licht Gottes wieder neu zu uns. Jesus, er schenkt uns sein Heil. Und mit dieser Sündenvergebung schenkt er uns neu seinen Heiligen Geist. Dieser Geist möchte unser Inneres erleuchten, erhellen. Es ist ja auch in der materiellen Welt, im sinnlichen Bereich so, wenn das Licht da ist, erkennt man die Umgebung, die Gegenstände, die Schönheit der Schöpfung. Wenn das Licht nicht da ist, wenn die Sonne nicht scheint, ja, wenn alles total dunkel ist, man erkennt nichts mehr, man weiß nicht mehr, wo man ist. Deshalb möchte Jesus unser Licht sein. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Dann können wir die Schönheit der Schöpfung Gottes erkennen, bestaunen. Gerade an so einem schönen Tag wie heute, wo der Himmel blau ist, wo die Sonne strahlt, wo wir alles so in diesem strahlenden Licht Gottes des Tages bestaunen können. Das ist ein Bild für dieses Licht, das in uns ist. An so einem schönen Tag können wir staunen über das Eis, das sich bildet. Gerade bei uns im Garten zum Beispiel, wo das Wasser hineinfließt in den Teich, da bilden sich so wunderbare Eisformen. Sogar da kann man diese Schönheit Gottes bestaunen. Oder die Eisblumen am Fenster. Auch das ist schon ein staunenswertes Wunderwerk der Schöpfung, des Schöpfers. Oder die Skifahren gehen auf den Skipisten, die Schönheit des Schnees, der Winterlandschaft. Ja, wo das Licht ist, da können wir diese Farben, diese vielfältigen Farben und Formen der Schöpfung bestaunen. Da können wir dem Schöpfer begegnen, der alles so wunderbar geschaffen hat. Ja, Jesus, das wahre Licht, er schenkt Vergebung, er nimmt dieses drückende Joch von uns, dieses Joch der Schuld, der Sünde,
von dem auch heute in der Lesung die Rede ist. Diesen Stock des Treibers zerbricht er, oft sind es gerade unsere Egoismen, unsere Begierden, die uns treiben, die uns locken, die oft wie ein Treiberstock uns vorantreiben, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Jesus zerbricht das drückende Joch, er schenkt uns neu die Freiheit der Kinder Gottes. Ja, so dürfen wir uns freuen in ihm, auch heute und jetzt in dieser Stunde, wenn er zu uns kommt. Er schenkt sich uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Und er ruft auch uns, jeden Einzelnen, in seine Nachfolge. Komm, folge mir nach. Er sagt auch uns, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Das heißt, wir dürfen das Evangelium bezeugen, verkünden. Zuerst mit unserem Leben, mit unserem Tun, mehr noch als mit Worten, indem wir den Mitmenschen mit Liebe, mit Güte, mit Barmherzigkeit begegnen, indem wir uns bemühen um Gewissenhaftigkeit, um Wahrhaftigkeit, um Treue. Ja, wir verkünden das Evangelium, weil wir uns bemühen, unsere Pflichten treu zu erfüllen. Auch das ist ein Zeugnis für das Evangelium, für das Reich Gottes, für die Gnade, die der Vater uns schenkt in seinem Sohn Jesus. Ja, lassen wir uns neu stärken vom Herrn, heilen, befreien. Lassen wir uns neu erfüllen von der Kraft des Geistes Gottes. Er möchte durch uns leuchten für unsere Mitmenschen. So dürfen wir in ihm Licht sein für die Welt, Licht für unsere Mitmenschen. Amen.